Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Benny von psfinfo.de. Und ja, es ist wieder soweit, denn das Jahr 2016 ist ja vorbei. Und ja, dann ist es wieder soweit für eine neue Liste oder ein neues Video. Was waren meine Tops und was waren meine Flop-Games dieses Jahr, letztes Jahr 2016? Dieses Jahr hat ja erst angefangen. Und zwar, ich habe mir den Kopf zerbrochen, was könnten meine Top 5 gewesen sein? Wenn man sich das Ganze halt anguckt, wie viele Spiele 2016 rauskamen, ist die Liste ja gar nicht so klein. Und ja, ich fange mal am besten an. Und zwar, für mich war, ich fange mal von hinten an, zu meinen Top 5 aus dem Jahre 2016 war mit dabei auf Platz Nummer 5 Overwatch. Richtig geiles Multiplayer-Ego-Shooter-Spiel der Extra-Klasse. Schöne Charaktere, abwechslungsreiches Gameplay. So muss das sein. So, was haben wir denn auf meinem Platz Nummer 4? Auf Platz Nummer 4 befindet sich Uncharted 4. Darf natürlich nicht fehlen, ist eins der besten Spiele, die letztes Jahr erschienen sind. Und ja, man muss sagen, Nathan Drake is back. Das war Uncharted 4, richtig geiles Kinospektakel. Was gibt es da noch mehr zu sagen? Es ist einfach, wie es ist. Es ist Nathan Drake und ja, so gehört sich das. Richtig kinoreif, gameplay-technisch sehr gut, Story und ja, es wirkt alles ziemlich filmreif. Also, besser geht's nicht. Ja, komme ich auch schon mal zu meinen Top 3 jetzt, soweit, des Jahres 2016. Und ja, wir haben sehr lange drauf gewartet. Sehr lange, ich glaube, wie lange war das? 10 Jahre? 16 Jahre haben wir drauf gewartet, 30 Jahre drauf gewartet. Ich könnte so weitermachen. Und zwar, doch letztes Jahr ist es endlich erschienen. The Last Guardian. Sehr schönes Spiel, gameplay-technisch hätte man es besser machen können. Aber von der Story her wirklich ein sehr emotionales, trauriges, actionreiches und auch sehr putzig oder liebevolles Spiel. Und zwar in The Last Guardian geht es um unseren großen Helfer Trico. Der ist soweit unser lieber Freund während des Spiels. Und ja, wir müssen da durch ein großes Labyrinth voller dunkler Verliese und Rätseln. Und ja, und dann irgendwann wieder so nach Hause. Spielt einfach das Spiel. Auf jeden Fall richtig gut gelungen, das Ganze. Wiederum ist ja von den Machern von Shadow of the Colossus oder auch Ico. Und mit The Last Guardian haben sie zwar nicht Ico oder Shadow of the Colossus übertrumpft. Haben sie zwar nicht übertrumpft damit, aber trotzdem ist The Last Guardian ein sehr schönes Spiel. Und deswegen auf Platz 3 in meiner Liste der Top 5. Top 5, so rum. Ha. Und zwar kommen wir jetzt zu meinem Platz 2. Und ja, wieder können wir hier wieder anfangen. Mann, was haben wir lange drauf gewartet, bis die PlayStation-Version endlich bei uns erscheinen wird. Und wir haben gewartet. Ich glaube, 3 Jahre hat es wieder gedauert. Von der Xbox-Version bis zur PC-Version bis zur PlayStation-4-Version. Und zwar die Rede ist von Rise of the Tomb Raider. Ja, Rise of the Tomb Raider ist ja der Nachfolger von dem Spiel Tomb Raider. Ist zwar nicht so gut wie der erste Teil, muss man dazu sagen, hat sich aber auf jeden Fall wiederum gelohnt, auch schon alleine von dem Setting her oder auch von dem Kinoreife, von den Kinoreifen Szenen halt. Synchronstimme muss man sich dran gewöhnen, ist ja jetzt soweit die deutsche Synchronstimme von Jennifer Lawrence, die aus Tribute von Panem. War in Tomb Raider 1 oder halt in dem Tomb Raider Reboot, war es noch Nora. Muss man sich dran gewöhnen, erst, aber trotzdem storytechnisch sehr gut. Lara Croft ist erwachsen geworden, sie hat was gelernt aus dem ersten Teil und macht fast so weit möglich alles Rambo-mäßig fertig. Also von hier aus top. Auf Platz 1, ich war ziemlich, soll man sagen, schockiert von dem Spiel, aber auch richtig. Man kann es gar nicht beschreiben. Das ist schon wieder so gut gewesen, das Spiel.
dass einem die Worte sogar schon fehlen. Und zwar, es geht um das Spiel Inside. Inside ist ein Indie-Spiel, was man sich aktuell kaufen kann für knappe 15 Euro im PlayStation Store. Also ist noch nicht mal auf CD erschienen. Spielzeit so knappe 3 bis 4 Stunden ungefähr, also auch nicht so lange. Aber es ist wirklich ein Spiel, was man immer und immer wieder spielen kann. Es ist ein Jump-and-Run-Spiel, kann man sagen, mit einigen Rätselelementen, ne? Und ja, storytechnisch wird soweit am Anfang sehr wenig erzählt, da das ganze Spiel auch ohne Text auskommt und ohne Zwischensequenz, ne? Das heißt, die Story muss man sich denn im Nachhinein so ein bisschen selber zusammenreimen alles. Das Ende ziemlich schockierend, muss ich dazu sagen, aber auch ja, ziemlich sehr gut gelungen. Kann ich euch bloß empfehlen. Im Hintergrund seht ihr ja wiederum ein bisschen Gameplay davon. Auch soweit schon wie vor dem anderen Spielen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ist mein Platz 1. So, jetzt habe ich wiederum, also das waren jetzt meine Top 5 von dem Jahr oder aus dem Jahr 2016. Und nun habe ich wieder sehr lange überlegt, was könnten meine Flops sein. Und ich habe überlegt, nächtelang, tagelang, wochenlang, monatelang. Und es war wirklich ziemlich schwer, das Ganze. Und zwar, ich fange einfach mal an. Und zwar, in meinen Flop 3, sage ich mal, 5 habe ich nicht zusammenbekommen, leider. Deswegen Flop 3, ist einmal das DLC drin, was dieses Jahr erschienen ist von Layers of Fear. Ja, ist nicht so gut wie das Hauptspiel. Das kann man schon mal sagen. Die Horror-Elemente sind nämlich so nicht wirklich vorhanden. Das heißt, im ersten oder im Hauptspiel gab es wirklich noch diese erschreckenden Szenen, dass man sich auch wirklich erschreckt hat, zwischendurch. Das fehlt beim DLC komplett. Und ja, als Horror, also als Spieleerweiterung oder als DLC für ein Horrorspiel. Es ist ziemlich ernüchternd und gut, das DLC kostet zwar nur 5 Euro, aber hier kann man sagen, ja, kann man anders investieren und auch seine Zeit. Das Hauptspiel könnt ihr euch gerne holen, alles top, aber ist die Erweiterung nicht unbedingt, außer wenn ihr von der Hauptstory so angefixt seid, dass ihr wirklich noch, die Nachgeschichte spielen möchtet. Das bleibt natürlich wiederum ganz euch überlassen. So, jetzt kommen wir zu noch einem Spiel, was in den Flop 3 leider mit drin ist bei mir. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe es gespielt nachher im Nachhinein und habe mir gedacht so, darauf habe ich jetzt gewartet. Ja, darauf habe ich gewartet. Und zwar, das war Tomorrow Children. Tomorrow Children ist ein Aufbauspiel. Bisschen so wie Minecraft das Ganze. Nur in einer sehr sterilen Welt mit ähnlichartigen Godzilla-Monstern oder halt die Supermotte. Ich habe leider den Namen vergessen, wie die bei Godzilla heißt, die Motte. Ihr werdet in dem Spiel, also in die Welt halt mit reingeworfen, Tomorrow Children, also The Tomorrow Children, werdet ihr mit reingeworfen einfach in eine Welt, ohne wirklich einen Plan zu haben, was ihr überhaupt machen müsst. Das heißt, alles andere müsst ihr euch komplett selber zusammenreimen. Ist ein Online-Spiel als Multiplayer, es funktioniert nicht wirklich. Man kann sich da kaum mit Freunden treffen, wenn man mal welche... man kann sich nicht mit Freunden treffen, nein, das funktioniert da nicht. Auch wenn es ein Online-Spiel ist. Ich habe es probiert, es hat kaum funktioniert leider. Und auch hier die Aufgaben. Man haut soweit irgendwelche Steine ab in irgendeine Höhle, bringt die wieder zurück ins Lager, dann baut man sich ein Haus und ja, ist so nicht meins. Und ja, zwischendurch wird die Stadt, in der ihr lebt sozusagen, ist ja eine virtuelle Stadt, werdet ihr von virtuellen Monstern angegriffen, die euch das Leben aussaugen wollen und der Ablauf ist leider immer der gleiche und leider auch ziemlich steril. Und leider auch in meiner Flop 3 mit drin. So, und jetzt kommen wir zu meinen Platz 1 in meiner Flop-Liste. Wahnsinn, da ist was erschienen letztes Jahr, 2016. Ich habe es kaum für möglich gehalten. Doch es ist geschehen.
Warum macht man das? Es ist Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutanten in Manhattan. Was ist da passiert? Keiner weiß Bescheid. Die Teenage Mutant Ninja Turtles oder die Ninja Turtles war damals so gut. Die Trickfilmserie, die Realfilme, da war alles top. Und jetzt muss man wirklich so ein Spiel rausbringen, wo man am Anfang noch gesagt hat, ja, das wird so wie in den alten Serien. Ja, hat ja top funktioniert. Die Charaktere sehen wir immer natürlich anders aus, als wie in der damaligen Kinderserie. Also, was ich aus meiner Kindheit kenne. Ja, was soll man dazu sagen? Also hier, Applaus. Das war die Goldene Himbeere 2016. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Das war meine Top 5 und meine Flop 3 aus dem Jahre 2016. Hoffe mal, 2017 wird es bessere Spiele kommen. Wir freuen uns natürlich soweit auf einige Spiele, Resident Evil 7 zum Beispiel. Oder wenn vielleicht rauskommen, Detroit Become Human. Kommt das dieses Jahr? Ich glaube schon. Mal gucken. So, aber ja, wir werden euch darüber auf jeden Fall informieren. Und ja, das war's hier mit meinen Top 5 und meinen Flop 3. Ich war der Benny von ps4info.de. Besucht ps4info.de natürlich für alle aktuellen Informationen, Reviews, Hardware-Reviews, Sonderartikel und so weiter und so fort. Und ja, hoffe, das Ganze hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, auch mal den Abonnierknopf drücken, damit ihr noch nichts mehr verpasst von uns. Ja, Video liken, teilen das Ganze und auch kommentieren. Das Ganze, was ihr hier gesehen habt zu den Spielen, war natürlich nur wiederum meine eigene Meinung. Und eure Meinung könnt ihr gerne mal in den Kommentaren mit reinschreiben. Ich sag Tschüssikowski, bis dann und haut's rein.